Seit dem 1. April 2024 ist es soweit und Brokkoli ist legal. Nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Also habe ich mich gefragt, können wir als Musiker vielleicht von der psychoaktiven Wirkung profitieren? Kannst du dadurch bessere Songs schreiben? Um das herauszufinden, bin ich Ende letzten Jahres mit Pascal nach Amsterdam gefahren, um nicht nur mehr über Cannabis herauszufinden, sondern auch um selbst das Experiment zu wagen, ob Brokkoli wirklich kreativ macht. Also mach dich bereit und komm mit auf unsere wundersame Reise nach Amsterdam. Doch bevor wir mit dem Video starten, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir versuchen ab sofort jede Woche ein Video für euch zu produzieren, um so unserer Mission näher zu kommen, dir dabei zu helfen, bessere Musik zu machen. Also unterstütz uns doch gerne mit einem kostenlosen Abo und einem Klick auf die Glocke, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. In Amsterdam angekommen, haben wir uns erstmal durch die engen Gassen des Rotlichtviertels von Amsterdam in Richtung Hotel geschlagen. Vorbei an zahlreichen Restaurants, Souvenirshops und natürlich auch die für Amsterdam berühmten Coffeeshops. Im Hotel angekommen, begutachteten wir dann erstmal unser Mini-Hotelzimmer. Es roch wirklich muffelig und die Ausstattung war auch sehr minimalistisch. Dusche und Toilette gab es nur zur gemeinschaftlichen Nutzung auf dem Flur. Platz für einen Laptop, um Musik zu machen? Naja, den gab es leider nicht wirklich. Dafür war das Hotel aber relativ zentral am Museumsplatz und auch bezahlbar. Nachdem wir unsere Sachen im Hotel geparkt haben, war es schon relativ spät am Abend, also gingen wir erstmal noch direkt was essen und dann schlafen und kein Brokkoli konsumieren. Aber Paul, warum habt ihr euch denn nicht einfach Brokkoli in Deutschland besorgt? Der Grund, warum wir uns extra auf den Weg nach Amsterdam gemacht haben, war zum einen natürlich, um mehr über Cannabis herauszufinden, aber auch, weil Amsterdam die Hauptstadt der elektronischen Musik ist und wir sind ja hier immer noch ein Musikkanal. Bevor wir nun also die Frage beantworten, ob wir den absoluten Banger auf Brokkoli im Hotelzimmer produziert haben, möchte ich euch noch einen kleinen Ausflugstipp für euren nächsten Besuch in Amsterdam geben. Und zwar das Our House. Das Our House ist ein interaktives, wirklich kleines, aber cooles Museum, welches sich mit der europäischen Geschichte der elektronischen Musik beschäftigt. Im Mittelpunkt des Ganzen ist so eine kleine Tanzfläche, auf der man am Anfang und am Ende der Führung eine kleine Show hat. Und glaubt mir, an Special Effects wurde da wirklich nicht gespart. In der Ausstellung gibt es dann noch verschiedene Sequencer und Synthes zum Anfassen. Hier zum Beispiel könnte Pascal sehen, wie er einen miesen Beat mit diesem übergroßen Step-Sequencer gebaut hat. Außerdem steht hier der wahrscheinlich größte Step-Sequencer der Welt, den ihr vielleicht schon mal auf YouTube gesehen habt. Generell würde ich dem Museum eine glatte 9,5 von 10 geben. Für alle Musikbegeisterten ein Muss für den nächsten Amsterdam-Trip. Nach unserem Ausflug ins Our House machten wir uns schließlich auf den Weg ins Hanfmuseum im Zentrum von Amsterdam, um dort mehr über Cannabis und seine Wirkung herauszufinden. Insgesamt habe ich das Museum schon 3-mal besucht, aber finde es irgendwie immer wieder spannend. In dem Museum gibt es auch einen großen Teil, der sich mit Cannabis und dem Einfluss in der Musik beschäftigt. Mit bekannten Vertretern wie Bob Marley, Snoop Dogg und Wiz Khalifa, aber auch Zitaten von Künstlern wie zum Beispiel Lady Gaga. Die sagte nämlich mal in einem Interview: Ich rauche viel Gras, wenn ich schreibe. Also irgendwas scheint ja dran zu sein. Nun gut, Cannabis kam um 1800 durch Napoleons Soldaten aus dem Orient nach Europa und war tatsächlich lange Zeit legal, bis es 1924 in Deutschland verboten wurde. Also 100 Jahre legal, dann 100 Jahre verboten und jetzt wieder Rubats legal. Doch, wie wir alle wissen, hielt die Prohibition die Menschen nicht davon ab, Cannabis zu konsumieren. Und so kam es, dass vor allem die Jazzszene der 1920er New Orleans damit begann, mit Cannabis und Musik zu experimentieren. Ab da gewann Cannabis immer mehr an Beliebtheit, bis das Ganze seinen Höhepunkt in den 70er Jahren mit der Hippie-Bewegung fand. Jimi Hendrix, die Beatles, Bob Dylan und viele andere Musikikonen des letzten Jahrhunderts experimentierten mit Cannabis und schworen auf die kreativ machende Wirkung. Okay. Die Musikszene ist sich einig über die Wirkung von Cannabis. Aber was sagt denn die Wissenschaft dazu? Tatsächlich gibt es einige Studien, die sich mit dem Thema befasst haben. Zum Beispiel ergab eine Studie, die 2015 in der Zeitschrift Psychopharmacology veröffentlicht wurde, dass Cannabiskonsumenten eine erhöhte kreative Leistung auf Aufgaben zur divergenten Denkfähigkeit zeigten. Eine andere Studie aus dem Jahr 2017, veröffentlicht in Frontiers in Psychology, fand heraus, dass Cannabis die verbale Kreativität bei bestimmten Personen verbessern könnte. Allerdings ist es wichtig anzumerken, dass diese Studien nicht zwingend ein Zusammenspiel zwischen Cannabiskonsum und Kreativität nachweisen konnten.
Einige Studien haben keine signifikanten Zusammenhänge gefunden oder haben sogar negative Auswirkungen auf die kreative Leistung bei Cannabiskonsumenten festgestellt. Darüber hinaus sollte man auch nicht die langfristigen Folgen, die der Konsum von Cannabis nach sich ziehen kann, vergessen. Langzeit-Cannabiskonsumenten und der Konsum von Cannabis im Jungalter können eine Vielzahl negativer Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie es aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen hervorgeht. Langfristiger Cannabiskonsum wurde mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von psychischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen und Psychosen in Verbindung gebracht. Studien zeigen auch, dass regelmäßiger Cannabiskonsum das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen erhöhen kann, einschließlich Problemen mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit. Besonders besorgniserregend ist der Konsum in jungen Jahren, da sich das noch entwickelnde Gehirn besonders anfällig für die schädlichen Auswirkungen von Cannabis zeigt. Also, wenn du unter 21 Jahren bist, tu dir selbst einfach den Gefallen und lass die Finger davon. Früher Cannabiskonsum wurde mit einer Beeinträchtigung der neurologischen Entwicklung, niedriger Bildungserfolge und einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Substanzmissbrauchsstörungen im späteren Leben in Verbindung gebracht. Jetzt wollen wir aber endlich die Frage des Videotitels beantworten und selbst das Experiment wagen. Also habe ich mich auf den Weg mit Pascal in einer der vielzähligen Kaffeeshops in Amsterdam gemacht. Wusstet ihr eigentlich, dass es in den Niederlanden verboten ist, anzubauen? Das nennt man auch das Hintertürproblem. Coffeeshops dürfen zwar an der Vordertür das Cannabis verkaufen, aber der Großhandel sowie der Anbau sind streng genommen verboten. So kann es auch in den Niederlanden vorkommen, dass man gestreckten Stoff oder minderwertige Qualität bekommt. Cannabis, welches mit Sand, Haarspray, Bricks oder anderen Stoffen gestreckt wurde. Um mögliche gesundheitliche Folgen am besten zu vermeiden, empfehle ich dir also das Verdampfen. Ich habe mir hier so ein FX Mini Ultra von Wolkenkraft geholt. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Jetzt standen Pascal und ich also im Coffeeshop nur noch vor der Wahl, welche Sorte wir jetzt kaufen. Grundsätzlich unterscheidet man in Sativa und in Indica Sorten, wobei man Sativa Sorten nachsagt, sie sollen eher anregen und kreativ machen und Indica Sorten sollen eher entspannen und ein Körperhigh verursachen. Allerdings stammen die Begriffe Sativa und Indica aus der Pflanzenkunde und beziehen sich somit nicht zwangsläufig auf die Wirkung. So haben neueste Untersuchungen herausgefunden, dass man die Wirkung viel mehr durch die Terpene als auch durch den Erntezeitpunkt beeinflussen kann. Je später geerntet wird, desto mehr sedierender soll die Wirkung sein. Terpene dagegen sind sekundäre Pflanzenstoffe, die den Geruch und den Geschmack der Sorte ausmachen. Ich habe diese Infografik hier auf grünhorn.de gefunden, laut der besonders süße, fruchtige oder zitronige Sorten eher kreativ machen sollen. Lemon Haze, Amnesia Haze, Bubblegum, Sour Diesel oder Blue Dream wären hier einige prominente Beispiele für solche Sorten. Aber natürlich wussten weder Pascal noch ich das zum Zeitpunkt des Videos. Rein instinktiv entschieden wir uns aber für die Sorte Amnesia Haze. Der Coffeeshop hieß Super Skunk und war relativ klein, aber gemütlich eingerichtet. Nach dem Konsum des Brokkolis im Coffeeshop blieben wir noch eine Weile dort, um einen Tee zu trinken und zu quatschen, bis die Wirkung einsetzte. Langsam bemerkte ich, wie ich anfing, alles sensibler wahrzunehmen. Die Musik im Coffeeshop kam mir plötzlich lauter vor, aber gleichzeitig empfand ich diese als sehr anregend. Ich fühlte mich entspannt und ruhig, obwohl meine Apple Watch mich auf meinen erhöhten Puls aufmerksam machte. Wir redeten beide ununterbrochen und sprangen ständig von einem Thema zum anderen. Nach kurzer Zeit machten wir uns dann auf den knapp 15 Minuten Heimweg zum Hotel. Auf dem Weg kamen mir die Lichterketten, die im Dezember überall in Amsterdam aufgehängt werden, extrem schön vor und ich fragte mich, wieso mir das die ganze Zeit davor noch nicht aufgefallen war. Kurz vor unserem Hotel auf dem Museumsplatz wurden wir dann erneut aufgehalten von einem mystisch anmaßenden Weihnachtsmarkt. Die Lichter und allein der Fakt, dass es ein paar Tage nach Weihnachten noch einen Weihnachtsmarkt gab, hatten uns einfach so sehr begeistert, dass wir nicht anders konnten und diesen einfach erkunden mussten. Wie man sicherlich schon merkt, wir ließen uns in unserem Zustand schnell davon ablenken und vergaßen unser eigentliches Ziel, und zwar Musik zu machen. Als uns das klar wurde und wir uns schließlich auf den Weg zum Hotel machen wollten, verspürten wir allerdings einen plötzlichen Heißhunger, der uns dann erstmal zum nächsten Albert Heijn trieb, wo wir uns reichlich mit Süßem und Getränken eindeckten. Dann, nach gefühlten 4 Stunden, erreichten wir das Hotel. Müde vom Tag und angesichts des Platzmangels im Hotel entschied ich mich dann aber dazu, lieber schlafen zu gehen und am nächsten Tag einen neuen Versuch zu starten. Ja, aber was soll ich dir sagen? Wie du dir schon sicher denken konntest, verlief auch der nächste Tag ziemlich ähnlich und wir ließen uns zu schnell ablenken, als dass wir wirklich kreativ gearbeitet haben.
Kommen wir also zum Fazit des Experiments. Macht Brokkoli kreativ? Ich würde sagen schon, aber gleichzeitig führt die Wirkung auch dazu, dass man sich schlechter auf seine Arbeit konzentrieren kann, besonders wenn man nicht in einer gewohnten Umgebung ist. Man bekommt neue Perspektiven und durch die feinere Wahrnehmung kann man Nuancen in der Musik besser fühlen und verarbeiten. Man sollte aber unbedingt im Hinterkopf haben, dass Brokkoli die Emotionen verstärkt. Also wenn du jetzt mies drauf bist, dann wird es eher zu einer negativen Erfahrung führen, als wenn du gut gelaunt bist. Zudem sollte man das Risiko nicht außer Acht lassen, eine Abhängigkeit zu entwickeln oder sogar eine Psychose durch den Konsum auszulösen. Ich weiß, das klingt immer ein wenig wie die Sprüche auf so einer Zigarettenschachtel und man denkt sich, ja, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, das trifft mich bestimmt eh nicht. Aber glaub mir, ich habe schon selber zwei Freunde verloren, die nach dem Konsum von Brokkoli eine ernsthafte paranoide Schizophrenie entwickelt haben. Und das wünsche ich wirklich keinem. Brokkoli wird nicht aus einem unkreativen Menschen einen Kreativen machen und auch nicht aus einem schlechten Rapper einen guten. Die Umgebung, in der du bist, mit wem du zusammen bist und vor allem, wie du dich fühlst, haben einen viel größeren Einfluss auf deine Musik als der Konsum von irgendwelchen Drogen, auch wenn im Deutschrap gerne etwas anderes propagiert wird. Ich bin dabei, aktuell meinen eigenen Brokkoli anzubauen und wenn du Lust hast, das Experiment gerne nochmal hier wiederholt zu sehen auf diesem Kanal, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar und zeig mir deine Zustimmung mit einem Daumen nach oben. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, hole das hier in der Mitte nach und hier links und rechts findest du auch nochmal jeweils ein anderes Video, wo du gerne vorbeischauen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao!